gecraftet und ja, ich habe ein bisschen weitergebaut und warte mal, es ist Nacht gerade. Toll. Und zwar, ja, komm, scheiß drauf. Kurz nachschauen. Erstmal habe ich hier den ganzen Wald etwas verkleinert, sag ich mal, um ein bisschen die ganzen Holzressourcen wieder aufzustocken. Ne? Also, ihr seht schon wahrscheinlich, ne? Und, ja, genau. Und dann habe ich hier oben ein bisschen geterraformt. Ja, und dann halt hier so, ne? Und ihr seht schon, ich habe das Dach weitergebaut. Und zwar mit so tiefen Tiefensteinschiefer und mit Slabs halt. Also eine neue Bautechnik nur für mich. Also die ich noch nie gemacht habe eigentlich, aber heute mal gebaut habe. Und dann seht ihr schon hier. Ja. Schön detailreich. Und drinne auch alles schön sortiert. Hier kommt Steinziegel hin und Marstein. Hier Cobblestone. Hier Granit, Durit und Andesit. Hier ganz netter Sachen. Also die ganzen netter Sachen halt. Oder auch mit Bruchstein, Schiefer, you know. Hier Kies. Hier Ziegel. Und hier halt so Keramik und roter Sand mäßig alles. Und dann seht ihr schon hier. Alles richtig schön verbaut. Und das hab ich alles aus dem Kopf gebaut. Ne, also ich muss sagen, ich bin ja ein bisschen stolz auf mich selbst. Ne? Also muss ich sagen, ne? Ja, ist verbaut, alles, guck mal, richtig schön. Ne? Aber ich muss sagen, ich bin richtig stolz auf mich. Auch draußen hier mit dem Andesit-Kies und ein paar Knöpfen, die halt Steine darstellen sollen, die auf dem Boden liegen einfach. Um halt den Detailgrad hochzuhalten. Also wirklich, das ist wirklich mal was Schönes, was schön Detailreiches von mir erbaut. Hä? Also was ich sagen will, ich bin da stolz auf mich selbst, genau. Ich meinte, ich bin da halt stolz auf mich, weil ich da richtig schön viele Details reingepackt habe. Dann habe ich was Dings gebaut, was noch was gebaut, und zwar ein Weizenfeld. Und zwar da hinten auf der großen Insel, um halt da das reinzubringen oder raufzubauen, was auch Sinn macht. Deswegen ist halt ein Weizenfeld und ja, ich habe das in die Schafe vermehrt da hinten und die halt alles schön mit Weizen und so. Richtig, richtig, richtig geil. Moment, ich muss mal einen Timer stellen, dass die Folge jetzt lang geht, weil ich etwas vorhab, wie gesagt. Ja, also aktuell ist mein Leben ein bisschen, ne? So starr ist jetzt. Warte, Moment. Genau. Und heute wollte ich eigentlich ein bisschen den Tunnel weiterbauen. Ja. Oder den Kanal meine ich. Weil es wichtig ist. Ne, weil lieber haben als brauchen, deswegen habe ich schon mal, also bauen wir jetzt den Kanal weiter. Und zwar da hinten müssen wir weiter graben. Und dann müssen wir eigentlich nur, ich glaube sogar noch eine Schicht runtergehen, oder? Kann das sein? Weiß ich nicht, also naja. Erst ein bisschen abbauen hier. Und ich habe mal spontan ausgerechnet, wann theoretisch die 100. Folge rauskommt. Und zwar 6 Tage vor meinem Geburtstag. Und ich habe am 19.05. Geburtstag. Und da kaufe ich mir höchstwahrscheinlich einen schönen Gaming-Laptop. Weil ein Gaming-PC wird hier nicht reinpassen in mein Zimmer. Deswegen ein schöner Gaming-Laptop für 1000 bis 1500 Euro. Was schon ein stolzer Preis ist. Aber da kann ich wenigstens Minecraft Java spielen und Minecraft Bedrock. Also, ne? Genau. Dann kann ich auch auf den Gaming-Laptop dieses Let's Play fortführen. Mit besserer Grafik, mehr FPS. Ich weiß gar nicht, ob X-Ray auf. Doch, X-Ray müsste eigentlich gehen. Nicht X-Ray. Raytracing meinte ich. Und einfach schön die Chance hochstellen und schöne Grafik in Full HD haben. Ich muss sagen, auf dem kleinen Bildschirm reicht mir Full HD vollkommen aus.
Ich glaube, es sind 27 Zoll oder 26 oder 28, keine Ahnung. Also schon halt ein normaler Gaming, normaler Laptop-Bildschirm, meine ich. Und da halt schön drauf spielen und oh, ich freue mich, also wirklich, also ich freue mich echt drauf. Oh Junge. Ne? Und denk ich mal, hole ich mir auch so ein Aufnahmeprogramm. Oder eine Capture Card. Also mal gucken, ne? Was daraus werden wird. Genau, also ihr merkt schon, ich habe Bock drauf. Weil, wenn ihr mir überlegt, ich spiele jetzt 8 Jahre, nee, 6 Jahre nicht, 6 Jahre auf der PS4 durchgehend. Und ich glaube, da ist so ein Gaming-Laptop für 1000 oder 1200 Euro eine riesen Steigerung im Thema Gaming-Erfahrung, also ich meine, nee, Gaming-Performance und Gaming, ja, im Sinne von, also die PS4 ist halt wirklich alt geworden und selbst Minecraft läuft mir flüssig. Zwischendurch kommt es zu Lags und so. Ich meine, klar, ich glaube noch Minecraft PS4 Edition. Läuft alles vernünftig gut, aber da gibt halt nicht diesen Store mit den schönen Texturenpaketen. Deswegen, und du kannst halt hier mit Crossplay und so. Deswegen ist Bedrock eigentlich besser. Aber ich frage mich, ob die Welten, also der Welt-Editor oder der Welt-Generator anders tickt als auf Bedrock. Das kann sein, dass auf Minecraft Bedrock die Welten anders aussehen oder generiert werden als die auf der PS4 Edition. Wisst ihr, ich meine? Deswegen, ja, ein bisschen bin ich neugierig, aber naja. Gut. Nach der Schicht hier könnten wir eigentlich schon anfangen mit Dings. Mit der Faszierung, also mit der. Na, also mit dem Boden, mit dem Ende anfangen. Also, oder. So ungefähr wird es dann sein. Ja, 5 breit müssten eigentlich reichen, von daher. Und dann müssten wir kurz mal hier. So, alles mal ein bisschen trocken legen. Bam 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 bam. Achso. Genau. Ich glaube, wir verbauen hier als Boden Steinziegel und auch als Wand. Nee, ich glaube, als Boden nehmen wir Steinziegel. Und als Wand gucken wir mal. Da habe ich jetzt gerade keinen Plan. Oh. Ja, und ihr merkt schon, irgendwie werde ich einfach nicht richtig gesund. Oh man. Also wenn wir jetzt Boden platzieren würden, hätten wir nur einen Block Tiefe. Was aber eigentlich vollkommen ausreichen soll. Ja, das reicht schon aus. Hoffe ich zumindest, ne? Ja. Wenn nicht, haben wir ein Problem. Weil wirst du den gesamten Kanal wieder trockenlegen, den Boden aufreißen wieder und dann könnten wir es dann tiefer machen. Das wäre ein bisschen, weiß nicht. Aber ich glaube, eine Tiefe müsste safe reichen. Und warum geht's Google an? Halt mal. Schließen! Nein! Alter, fick. Ich erzähle hier und ich sehe auf meinem Timer, dass Google angeht. Google? Okay, Google? Abschalten. Okay, Google? Schalte dich aus. Ey, Alter, wirklich. Meine Fresse, so ein inkompetenter Saftladen, ey. Meine Herren, Alter. Oh. Eieiei. So.
Also ich glaube, ein Block müsste reichen als Tiefe. Weil sonst wird der Kanal so tief gehen und das wollen wir auch nicht. Und es wäre noch mehr Aufwand und ich will eigentlich den so schnell wie möglich und vernünftig zu Ende bekommen. Von daher, ja. Also wir holen jetzt kurz Steinziegel. Und fang schon mal an mit dem Verlegen des Bodens. Aber ich weiß ganz genau, unsere Steinziegelreserve wird safe nicht reichen. Also da müssen wir, glaube ich, noch ein bisschen was einschmelzen. Oder? Ja, es reicht safe nicht. Wir können zwar ein paar Slabs verwenden als Boden. Aber es ist halt eher so gefuscht, wisst ihr, was ich meine? Deswegen, mal gucken. Mensch. Ach, hier. Gut. Ja, wir können schon mal kurz zum Ofen gehen. Das ganze Stein einschmelzen. Wir bräuchten erst vielleicht noch mal ein bisschen Kohle, ne? Das wäre auch häufig hier. Hier. Gut. Also erst gehen wir kurz zur Schmiede, zum Einschmelzhaus. Packen das Stein rein. Lassen das schmelzen. Und mit den fertigen Steinbricks, die wir schon haben gerade, verlegen wir schon mal die ersten Bahnen, sage ich mal, ne? Also, ich glaube, der Boden kommt auf Steinziegel und an der Wand, die erste Schicht unten, kommt auch auf Steinziegel. Und dann vielleicht, mal gucken, werden wir schon sehen. Genau, also hier ist normal. Ist hier echt nur... Oh, bruh. Haben wir noch... egal. Dann verwenden wir halt nur einen Ofen fix. Müsste auch reichen eigentlich. Und ja. Der ist an. Das ist gut. Ich weiß, es wird Nacht, aber dann legen wir die erste Nachtschicht ein und dann ist die Folge auch vorbei. Ich glaube, so lange wird die auch nicht gehen, weil wir nur zwei Stacks haben. Ja. Und dann müssten wir auch die Brücke bald bauen. Also diese. Die Eisenbahnbrücke müssen upgraden oder einfach ein bisschen, ne? Genau. Ja, und jetzt einfach ein bisschen bauen. Wir können auch eigentlich als Boden Slabs nehmen. Das heißt, wir nehmen als, das Wasser ist 1,5 Blöcke tief. Wisst ihr, ich meine? Das wäre ja an sich voll schlau, ne? Wenn man mal überlegt. Und die Kosten für Steinbricks, also wir verbrauchen weniger Steinbricks, wisst ihr, ich meine? Das wäre ja an sich Lifehack hoch 3. Das heißt, hier so, ne? Läuft es auch schon automatisch rein oder ist es noch so? Ach, dann müssten wir wirklich jeden Brick, jede Dings manuell verlegen, manuell, genau. Weiß ich nicht, Brudi. Werden wir sehen, aber erstmal machen wir hier die Auswand schon mal. Und ich hoffe mal, dass jetzt kein Creeper reinläuft, reinläuft. Sonstiges Mistvieh. Ne? Ein Herz und Creeper auf jeden Fall am Start. Kappa Klaus. Ja, genau, einer fehlt. Danke für nichts. Danke, Merkel. So, aber Leute, ich würde sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Habt noch einen schönen Abend oder schönen Tag. Lasst gerne ein Like da. Abonnieren vergessen. Und ciao.